Check. Ihr kennt das. Man möchte im Herbst Rad fahren und draußen regnet es. Natürlich ist die Wahl ziemlich schwer, denn es gibt genügend Rollentrainer auf dem Markt, zum Beispiel den Kicker Core und den Tax Neo, die definitiv Marktführer sind. Und natürlich gibt es da auch noch andere Modelle. Jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt im 600-Euro-Segment gekauft. Und dort gab es oder gibt es eben zwei Rollentrainer, die bei mir in die engere Auswahl gekommen sind. Natürlich habe ich mich wie jeder andere vorher erkundigt, welcher Trainer ist gut. Und meine Absicht ist halt, ich habe mir einen Direkttrainer geholt. Das heißt, man spannt das Hinterrad aus und schraubt das Fahrrad direkt auf den Trainer, auf die Kassette auf, weil das relativ leise ist und eben der Trainingseffekt ähnlich ist. Meine Wahl ist auf den Elite Suito gefallen. Ganz einfach, weil ich habe zwar auch überlegt, den Tax Flux Smart zu holen, aber man liest über diesen Rollentrainer ziemlich viel Negatives. Dass er sehr oft kaputt geht, dass er dann gegen den Tax Neo eingetauscht wurde, dass er kaputt geht und dass das Schwungrad kaputt geht und dass der ziemlich laut ist und lauter wird. Naja, zum Rollentrainer gibt es dann noch einen Gutschein für Swift dazu und die meisten, die sich halt so einen Trainer kaufen, wollen auch auf Swift fahren. Das ist halt virtuelles Radfahren mit Steigungen, mit Simulationen und mit anderen Mitfahrern, was halt den Spaß ein bisschen erhöhen soll. Man kann sich natürlich auch einen günstigen Rollentrainer holen. Es gibt auch schon Rollentrainer, wie zum Beispiel von Aldi, für 50 Euro. Die sind für Leute, die jetzt nicht unbedingt diesen massiven Trainingseffekt haben wollen, auch vollkommen okay. Letztes Jahr war mein anderer Trainer bei ca. 90 Dezibel und das war, glaube ich, noch in Ordnung. Und nebenbei, in der Regel kommt der Trainer mit einer 11-Fach-Kassette mit 11 bis 28 Zähnen. Wenn man jetzt eine 9-Fach-Kassette raufschrauben möchte zum Beispiel oder eine 10-Fach-Kassette, dann muss man sich halt eine extra Kassette kaufen. Die Abstandsringe gibt es zum Trainer dazu. Und dann muss man diesen halt in der Kassette tauschen. Ganz einfach. Jetzt haben wir hier den Rollentrainer. Wie gesagt, man hat eine 11-Fach-Kassette mit 11 bis 28 Zähnen. Die Beine kann man ausklappen und es ist halt sinnvoll, eine Matte unterzupacken. Wie man hört, die Beine klappen richtig ein. Und ja, theoretisch war es das schon. Jetzt nehmen wir unser Hinterrad raus. Und setzen unser Fahrrad auf den Suito. So, jetzt noch festziehen. Und dann hat sich dieser Spaß für mich erledigt.
Der Trainer ist jetzt aufgebaut. Wie gesagt, es ist empfehlenswert, sich einen Ventilator zu nutzen, da es auch im Winter in der Wohnung ziemlich warm werden kann. Und jetzt wollen wir mal loslegen. Ich bin jetzt bei 160 Watt. Und ja, zum einen wird es warm. Und zum anderen, mal gucken. Und ich muss sagen, im Vergleich zum Trainer von letztes Jahr ist dieser ziemlich leise. Ich bin jetzt circa bei 33 km/h. 30 km/h mit 270, 80 Watt, 300. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Trainer so leise ist. Wir sind gerade mal so bei 60 Dezibel. Also ich muss sagen, meine Stimme ist lauter. Von daher, na, schauen wir mal. Also ich würde ja sagen, mir ist nicht warm, aber ordentlich. Also ich muss sagen, der Trainer ist wirklich verdammt leise. Das hätte ich nicht gedacht. Geil. Also gerade mal 60 Dezibel, vielleicht 70. Das ist schon cool. Wie gesagt, mir ist viel zu warm. Ich habe mir jetzt schon nach gerade mal 4 Kilometern den Ventilator angemacht. Und natürlich ist es mit Gegenwind deutlich angenehmer. Was anderes würde ich euch gar nicht empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, also ich bin hier bei gerade so 60, 70 Dezibel, wo meine Stimme schon lauter ist. Von daher ist das, glaube ich, ganz okay. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Tschüss!